Und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs und all jene, welche es noch werden wollen. Ich wollte erst das Spatmodul spielen lassen, also die Emulation vom Spatmodul mit 60 MHz, die ist aber zu langsam, da laufen die Sekunden doch sehr langsam ab. Wenn eine Sekunde auf dem Emulator 2 Sekunden in der realen Zeit entspricht, dann wäre es ja eine Stundenpartie schon, die der spielt. Deswegen habe ich mal den Stecker gezogen, nehme jetzt den Task R40. Mal gucken, was der Gideon zu bieten hat hier. Vielleicht schafft er ja trotzdem dass er gewinnt hier quasi, so nach dem Motto. 30 Minuten für die ganze Partie spielst du normal im Benutzerbuch. Und bei ihm hier ist, glaube ich, auch aktiv, Gideon, mit normaler Bibliothek und so. Los geht's, 30 Minuten für die ganze Partie, los geht's, Play, D4. E6, da will er aber gerne Französisch spielen, oder wie? Oh, da geht und sagt, okay, mach C5. Na ja gut, solche Geschichten hat er im Userbuch öfter drin hier. D5. D5 schlägt. Das ist dummerweise ein bisschen klein dargestellt hier. Wie das war's an Theorie hier. Gibt's ja gar nicht. Theorie Ende. Alt-Benoni-Verteidigung. Wer kommt da gleich wieder ans Buch zurück? Kann durchaus sein, dass er erstmal kurz, sage ich mal, am Ende ist sie mit der Theorie. Das gab auch so Leute, die haben auf D4 Springer F6, C4, C5, D5, E6, Springer C3, E schlägt D5, Springer schlägt D5 gemacht, um den gängigen Theorievarianten auszuweichen. Ich finde den Zug gar nicht so schlecht, so im Nachhinein. Wenn ihr das gut kennt mit Weiß, wann hast du sowas mal auf dem Brett? Wenn man wenig Zeit hat, finde ich, sollte man eher so Varianten nehmen, die nicht unbedingt, also man sollte nicht unbedingt nur die Hauptvarianten nehmen. Die muss man sich ja ohne Ende angucken. Gibt Leute, ich bin erstens G2, G4 zum Beispiel. Das macht es natürlich nicht besser, wenn man das gut kennt. Aber dann brauchen die sich nicht so viel Theorie ansehen. Läufer F4. Ich glaube, jetzt ist die Chance nicht so groß, wieder ins Buch zu kommen. Dass Alpinoni so wenig Theorie drin hat, wundert mich. Task-Chess-System. Eigentlich, wenn man so will, ja gut, das ist jetzt hier Prototyp. Gideon gab es eigentlich nicht. Nur The King. Aber das ist eigentlich, also das The King-Element ist eigentlich der Task R40 im Geiste. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Das kann sein, dass es sogar die turniergroße Variante war von diesem Task-System. Da wurden aber nicht viele von verkauft. 10 oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Ah, dann wohl eher mit dem Exklusivbrett von Millennium. Weil das Brett entspricht von der Größe, von den Quaderlampen, von der Figurenerkennung und so entspricht das ja diesem Taskbrett. Deswegen ist, glaube ich, auch das The King-Element optisch so an den Task R30 angelehnt. Mit der Holzoptik und so. Bedienung ist natürlich anders. Da hat man damals 3000 Mark für bezahlt. Für das Teil. Für den Task R30. Das war natürlich nicht genau budgetmäßig. Ja, ich würde jetzt einfach hier. Ich würde Läufer E2 ziehen. Mit der Idee dahinter, dass die Dame ja nochmal ziehen muss. Läufer E2, meinetwegen D6, Springer F3, Läufer G4 und dann kannst du ja irgendwie, kannst du einfach rochieren. So, die Idee ist einfach, dass die Dame auf E7 ja auch nicht so gut steht. Ich finde die Dame E7 Schach auch nicht so spannend. Ah, da siehst du, er ist wieder aus dem Buch gekommen. Natürlich D6, G6, Läufer G7. Spielt selbst diese komische Variante und hat sie selber gar nicht drin. Springer E2. Dame E4. Springer C3. D6. Springer C3, Läufer G4. Springer B5, Dame D7.
Das eigentlich entspricht das ja der WM-Version. Also mit dem Chess-Genus exklusiv hier und den 50 Megahertz. Ich meine, die hatten damals 50 Megahertz. Ich glaube, wer hat denn den 50 Megahertz? Der Genius? Bei der WM? Ich glaube, der Vancouver auf jeden Fall nicht und Portos auch nicht. Ich glaube, die hatten 36 Megahertz. Also von der Geschwindigkeit ist das ja, sollte das eigentlich schneller sein wie die WM-Maschinen, die 68.030-Maschinen. Ich habe gestern noch mal mit dem aus dem Verein gesprochen, mit dem Martin. Der hatte diesen Roma, München Roma 2 hatte der, aber mit Originalverpackung und allem. Der hat 900 € hat er dafür bekommen. Ich habe heute noch mal nachgesehen, da ist so ein München Polka. 500 €. Ah, der hat richtig, richtig Kohle für bekommen. Muss wohl auch 1A erhalten gewesen sein. Ah, 900 €, das ist schon eine Menge Geld. Der meint, die aus Holland, die sind richtig scharf auf die Schachcomputer. Richtig wild hinterher. Die Holländer. Ja, Niederländer. So, die Tasse mal weg, mein grünen Tee. Ich war zu faul, mir Ei ranzuholen. Mangel des Kühlschranks. Geht das ja nicht. Bei dem Herd habe ich das ja auch machen lassen. Und bei meinem Kühlschrank wäre es eigentlich einfacher. Aber ich müsste einen haben, der mir das transportiert. Und wenn die Leute 20 Minuten bevor das losgeht, dann hier absagen, ihr Auto macht Probleme. Das ist natürlich totaler Zufall, dass ein Auto Probleme macht. Dumm gelaufen. Wie als wenn die Leute einen Umzug machen und alle haben irgendwas. Oh, ich hab's am Rücken, ich hab's an der Schulter, ich hab's an der Beine, ich hab keine Zeit. CC4. Ah, da sieht man, dass die sich nach und nach erweitert haben bei Millennium. Auch dieses Supreme Tournament. Das ist ja eigentlich alles an einem Tag gemacht worden. Angefangen haben die mit dem. Aber mit dem ersten Richard Leng war. Erst war Nimzu so eigentlich im Gespräch, wie ich das gelesen habe. Das war dann aber doch zu schwach. Dann hat der Ossiwana mit Richard Leng Kontakt aufgenommen und dann kam der erste Chess Genius Pro raus. Ja, die Intention war damals, einen unter 100 € zu machen. Da war dann 99 €. Da kam der Genius Pro, den ich hier stehen habe, raus. Diesen metallischen Figuren. Und danach dann. Ach, da kam erst der Chess Genius Exklusiv. The King Element, Supreme Tournament, Phoenix Modul und dann hier der Chess Genius 2024. D6. Zumindest laufen seine Sekunden normal ab hier. Ich meine, man konnte auch die Spieleinheit als Schachuhr nehmen. Meine ich zumindest. Das müsste ja dann so gehen, dass man die gar nicht mit dem Brett verbindet, sondern einfach nur als Schachuhr daneben stellt. Also ohne Schachprogramm, das weiß ich aber nicht. Zier A4. Ansehen. Ja, aber B5, der droht ja jetzt nicht so wahnsinnig stark. Im normalen Benoni, da nimmt aber der C-Bau auf D5. Ist auf A6, A4 die Reaktion. Dann habe ich mal in dem Eröffnungsbuch gelesen, kommt B6. Also B7, B6 mit ED, A5, B5. Aber das geht ja hier nicht. B6, A5, B5, B5, B5 schlägt. Ja, vielleicht wäre das ja auch eine Idee. Auf B6 kommen die Teile ja nicht. Läufer F5. Ja gut, dadurch, dass die Dame auf E7 steht, hier da der Springer auf E2, da müsst ihr auch nochmal ziehen. Weißt du, bei G3 Läufer G2 vorhat? So was in der Art. König D2. König D2, C1. Bin mal gespannt, wann die Saison wieder losgeht. August, September oder wann die wieder losgeht, weiß ich gar nicht. Spiel ich dann in der ersten. Das motiviert irgendwie nicht, wenn man ans Brett geht und weiß, man kann eh nichts gewinnen. Als wenn jemand Lose verkauft für 10 € und gewinnen kannst du 10 €. Also, dass du den Preis des Loses gewinnen kannst, quasi, dass du bei plus minus null rauskommst. So war es ja auch gefühlt, da ich hinterher keine Lust mehr gehabt. Verbringst den ganz halben Sonntag da und gewinnen kannst du Nüsse. Man muss schon irgendwie ein paar Punkte gewinnen können. Das muss motivieren.
Turm A3. Okay, ein sehr kreativer Zug. Ich glaube, er will Turm E3 spielen. Der droht ja Turm E3. Meinetwegen, nur B6. Turm E3, Springer E4, F3. Das verliert ja total. Minus 0,06, Dame D7. Und dann Läufer E7. Ich finde das so schön, dass diese Chess-Genius-Programme immer noch so präsent sind. Ich habe ja für mein Windows-Phone habe ich Chess-Genius, für das, das Android-Smartphone, das, was ich jetzt habe, habe ich Chess-Genius. Dann hier als Gerät die beiden Genius Pros. Also jetzt exklusiv Genius und die beiden Genius Pros. Für den PC habe ich es ja auch. Da habe ich mal auf dem. Ich meine, der hat aber auch verloren gegen das The King Element. Den 800 MHz hier, den für mein Pentium 3 habe ich den laufen lassen. CF3. Ich will den Läufer loswerden. Hau ab, Läufer. Du kannst nach Hause gehen, du kannst nach Hause gehen. Ich habe hier im Haus schon drei Leuten die Tür aufgemacht. Meine Güte. Einmal war es, da habe ich. Da muss man so eine Cola-Flasche haben, so eine Coca-Cola-Flasche, ein bisschen so ein hartes Plastik. Damit habe ich das gemacht, das habe ich da rausgeschnitten. Und zweimal so wie hier da gegenüber. Siehst du mal, wie in Anführungszeichen einbruchsicher diese Türen sind. Ich das ist ein bisschen komisch. Die, Turm E3. Sekunde. Springer E5. Ich finde das so ein bisschen komisch. Wenn die nicht zu Hause sind, schließen die nicht ab. Und wenn die zu Hause sind, da kommen die in die Wohnung an, machen die Tür so und schließen von innen die Wohnung ab. Das finde ich schon total weird. Haben die Angst, die klauen die oder sowas? Gerade, ich glaube, das könnte einer der Gründe sein, warum die das ja manchmal vergessen. Dann gehen die aus der Wohnung raus, vergessen, dass der Schlüssel in der Tür noch drinsteht und machen die Tür zu. Das ist ja natürlich ein Problem. Warum ist die Schlüsseldienste kosten? 170 Euro oder so, nur für einmal Tür aufmachen. Deswegen immer den Schlüssel irgendwo deponieren. Sei es bei einer Nachbarin oder was weiß ich wo. Springer G3 unter der Fußmatte. Das müsste dann aber an einem Ort sein, wo man wirklich nicht drauf kommt. Was weiß ich, im Keller hinter einem lockeren Stein oder sowas. Irgendwas in der Art. Oder unter einer Topfpflanze. Da hat doch ein Nachbar, das war noch dieser Bernd Lang, der hat noch gegenüber gewohnt. Der hat manchmal so wirre Klamotten erzählt. Der meinte mal, ich könnte übers Dach rüber klettern und dann durchs Fenster durch. Der hat auch Vorstellungen gehabt. Das haben wir schon den 13. Ich tippe mal so 15. 16. Ist immer so verschieden. Ich tippe mal Mittwoch kommt das drauf. Dann gehe ich zum Fachmarkt und suche mir dann einen Kühlschrank aus. Das muss aber schon anderen von einer besseren Marke sein. Das ist ja so ein Gerät, das wir mal schon eine Zeit lang da drin stehen haben. Also für 219 Euro einen Kühlschrank holen, den billigsten, den man kriegen kann, ist jetzt und dann Energiesparklasse F. Läufer D3. Warum nicht Läufer E2? Na gut, er würde ihn ja mit Schach schlagen, aber dann ist ja die Dame weg. Der ist eh nicht schlagbar. Ist ja die Damenposition, die erweist sich doch sehr stark als Nachteil. Dieses Dame E7 Schach. Da hat er sich keinen Gefallen mitgetan. Dann Läufer C8. Ha. Vielleicht ist er auf Läufer G6 einfach HF gekommen. G7, G6. Das ist natürlich auch die Alternative. Jetzt den Läufer woanders rauskriegen. Läufer E5, Bauer E5. Das wird auf Dauer einen Freibauern schaffen. Dame E2. Da kommt er vielleicht nur Springer D7 ziehen. Schachcomputer hole ich erstmal keine mehr. Da bin ich darauf angewiesen, dass Kanalunterstützer da was schicken.
Was bräuchte ich da noch? Was hätte ich noch gerne? Vielleicht ein Avantgarde zum Beispiel. Oder meinetwegen, das wäre ein Traum, das Phoenix-Modul. Könnte ich mir so gar nicht leisten alleine. Rochade. Man kann das für nichts, der Tastsystem, das Tastia 30-Teil eigentlich. Ich glaube, das kam relativ spät. Ich weiß nicht, ob das 93 oder 95 kam. Auf jeden Fall war das schon relativ spät, als das rauskam. Dafür 3000 Mark, das muss ich erstmal haben. Ich glaube, das war aber auch schon die Zeit, als die PCs schon nicht mal so wahnsinnig teuer waren. Ich kann mir vorstellen, für 1500 Mark hast du zu der Zeit, als der rauskam, mir der Tasker 30, auch schon brauchbaren PC bekommen. Minus 0,81. Sagt das im Chess-Genius. Turm FE1. Weißt du, damals diese Mäuse, die hatten ja diese Kugel drunter. Da war so ein Ring drum. Wenn man den nach links gedreht hat, konnte man den abmachen, konnte man die Kugel rausholen. Da hat man dann mit einem Wattestäbchen, hat man den, das waren so kleine Röllchen. Auf, weiß nicht, ob drei oder vier Seiten. Die haben, dadurch, dass sich die Maus gedreht hat, hat es auch diese Röllchen bewegt. Und je nachdem wie, dann wusste der Computer, wie man die Maus bewegt hat. Mit Wattestäbchen dann die Flusen da rausgeholt, dass die Maus wieder normal funktioniert hat. Ich glaube, das haben schon lange nicht mehr, diese Rollkugeln. Ich meine, selbst wenn man sich diesen Amiga Mini holt, da ist auch diese Maus von damals dabei, aber ich glaube, selbst die hat keine Rollkugel mehr. Rollkugel-Eingabegerät oder wie das hieß bei dem Amiga damals, das da rauskam. Dass man damals noch, das ist auch total weird, dass man das bei den ersten Mäusen. Springer E4. Dass die ersten Mäuse, die rauskamen, dass da quasi so eine Steckkarte dabei war. Da hat man so eine Steckkarte in den PC reingesteckt, da war der Anschluss dran und an die Karte konnte man die Maus anschließen. Die brauchten auch damals Soundkarten. Ich könnte mir vorstellen, dass es heute auch noch Soundkarten gibt für Surround Sound und solche Sachen. Aber für so einen normalen Standard-Sound brauchst du die auch nicht mehr. Selbst der Laptop hat keine Soundkarte mehr drin. Die haben die alle Sound on Board. Also für so Schachprogramm-Piepstöne und sowas reicht das vollkommen aus. Oder ein bisschen YouTube-Videos gucken. Läufer G5. Gadeuse. Also allmählich müsste ich wahrscheinlich konsolidieren. F6, Läufer H4. Für H6, ja gut, greif den Turm an. Selbst der Pentium 3 hat keine Soundkarte drin. Ich hätte hier irgendwo einen Soundblaster, warum soll ich den reinmachen? Ich habe auch keine Surround-Sound-Anlage. Da müssen wir erstmal die Boxen verteilen, die müssten ja irgendwie. Entweder auf Batterie laufen, dann wüsste ich, wie oft willst du die Batterie wechseln? Oder die müssten kabelmäßig verbunden sein, dann ist über die Strippen in der Bude rumliegen. Dann musst du erstmal die Kabel so legen, dass sie jetzt nicht unbedingt in der Bude rumliegen. Läufer F4. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, mir so einen Surround Sound, so eine Anlage zu holen. Das sind ja, glaube ich, einmal der Subwoofer und da sind jetzt vier Boxen, zwei hinten, eine, ich glaube sechs sogar. Also zwei in den Ecken hinter mir, zwei in der Mitte, rechts und links neben mir und zwei vorne, rechts und links in den Ecken. Da musst du erstmal das so verteilen, dass, ja, dass es überhaupt so einen Surround Sound gibt, wenn man dann schräg das Ganze hat, also nicht so. Hier so quasi meinetwegen, man sitzt hier und dann hat man hier die Boxen verteilt, sondern man sitzt schräg. Und da müsste man da quasi auch so schräg irgendwie die Boxen verteilen. Ich habe die Soundbar auch gar nicht mal angeschlossen, sondern
Ich weiß nicht, braucht das nicht. So eine 300-Watt-Soundbar anschließen. Das frisst doch alles Strom. Oder habe ich letztens gesehen, habe so einen 8K-Fernseher. Der braucht bei hellem Bild braucht er 360 Watt. Springer D7E5. Jetzt gleich sieht das ja mählich aus hier, das Bild. Ha. Ja, sollte ja eigentlich ausreichen, um die Stellung auszugleichen. Springer E5 schlägt. Springer G3. Ja, was willst du aus der Turmlinie machen? Vielleicht will er Springer H5 drohen. Ich meine, ja, mit der Läuferdiagonale. Also der Szeskine sieht die Stellung schon im Vorteil. Für sich 0,34. Konnte er nicht nutzen, Dame E7. Tschüss, Gideon. F5. Springer H5. Vielleicht einfach Läufer H8 ziehen. Dann guckt der Springer ins Leere. F4. Und dann kommt Läufer H8. Bei Läufer H8 nimmt den Springer den Sinn. Den Springer H5. F5, F4. Da kannst du auch schlecht auf G7 nehmen. E3 schlägt und dann müsste der Springer erstmal wieder wegziehen. Das wäre das Problem. 1,62 minus 0,66. Turm 3 E2. Ich glaube, das Problem könnte sein, vielleicht wird nicht direkt die Figur gewonnen, aber die Folgeschäden sind wohl partieentscheidend, könnte ich mir vorstellen. Also der Springer hat jetzt keine Felder mehr. Und die müsste man irgendwie mit G4 abdecken. Was aber an G3 schlägt, ein Passant, könnte ich mir vorstellen, scheitert. Denke ich mir mal so. Läufer E4. Dame F7, genau, da kommt G4 und das 2,09 plus schon. Für Chess-Genius. Für Chess-Genius nicht, die sind rund. Das von irgendeinem Gerät ist das vielleicht vom Laptop hier. Wo ich die ganze Session nachgucken. Das geht natürlich nie, wenn es in Betrieb ist. Also der Laptop war ein richtig guter Kauf, dass ich den gemacht habe. Für 89 Euro und das war, naja, schon Ewigkeiten. Weiß nicht genau, seit wann ich den habe. I don't know. Bis über eBay nachgucken, von wann da ist. Im Verlauf. Der Pentium 3, den ich stehen habe, ich glaube, das war auch schon Generalüberholter. Da bist du die wenigsten Probleme mit gehabt. Das ist der erste Rechner, den ich jetzt hier stehen habe, den ich durch eine großzügige Unterstützung holen konnte. Das ist der erste Rechner, den ich als. Das ist der erste neue Rechner. Ich hatte damals schon mal so einen Rechner, da hat er aus dem Computer dann reingeguckt und hat gedacht, wie billig das Board aussieht. Was ein billiges Board. Ich finde das immer so witzig, wenn die so günstige Rechner verkaufen. Da steht da Gaming-Rechner. Scheint wohl das Zauberwort zu sein. Ist ja von der Springer weg. Warum sollte man sie nicht einfach bedienen? Dame H5 schlägt. Turm FD8. E4 G5. Dame H5. Schaltet Dame H5 so sehr an Springer D6 schlägt. Turm D8. Der deckt sich den auf jeden Fall erstmal ab. Ich glaube, was man machen kann, ist, wenn man nicht ganz die unglaublich hochgesteckten Ansprüche hat, sich einen günstigen Rechner auf eBay holen. Die sind da meist ohne Grafikkarte. Einen halbwegs aktuell, meinetwegen i7 oder sowas. Oder i5. Und dann eine Grafikkarte nachkaufen und reinsetzen. Das wäre, glaube ich, auch eine Lösung. Da kriegt man die, glaube ich, schon für meinetwegen 150, 160, 170 Euro.
Und da müssen wir mal gucken, wo man die Grafikkarte herbekommt. Ich halt vom PC-Spielen, also für mich persönlich ist es nichts. Wer schon den Gaming-Mode gibt für den PC, dann nehme ich lieber die PlayStation. Ja, letztens habe ich gelesen, braucht man noch Exklusivtitel. Ich finde, das ist schon eine gute Sache, finde ich. Ich habe jetzt dieses Stellarblade, das ist exklusiv für die PS5. Das ist schon ein gutes Gefühl, dass man ein Spiel hat, was einem gefällt, was es nur auf dieser Konsole gibt. Ich finde das gar nicht mal so verkehrt. B4. B4? Springer HG3. Ja gut, der Springer ist ja eh weg. Der Springer H5 war irgendwie eine ganz merkwürdige Entscheidung. Er hat wohl fest damit gerechnet, dass auf G7 getauscht wird. Dass einfach Läufer H8 kommt. Das hat ihn wohl irgendwie überrascht hier. Wie simpel das dann geworden ist im Endeffekt. H schlägt G3. Ja, wenn der Läufer weg ist, dann bringt das aber auch nicht viel. H6. Da wäre die Idee. Auf König F2 kommt dann schon Springer G4 Schach. Mit der Idee König F2, Turm H1 und dann gegen H7 vorgehen, aber das bringt alles nichts. Schwarz hat im Notfall, wenn alle Stricke reißen würden, immer noch Läufer F5 und dann nach G6. Also es bringt ja nicht so wirklich so viel. Ich bin mal gespannt, ob es vielleicht irgendwann mal Bildschirme gibt, wo die LEDs so klein geworden sind, dass quasi das selbst leuchtende Pixel sind. So nach der Art. Dass quasi keine Beleuchtung mehr notwendig ist, weil die Pixel des Bildschirms, die leuchten selbst in verschiedenen Farben. So was vielleicht irgendwann mal geht. Ah, der haben wir diesen 8K-Bildschirm, hat er glaube ich schon erwähnt. Es wird wohl nie die Quelle geben. Es sei denn, also die auch 8K unterstützt. Es seien natürlich so hochgetunte PCs, die am ehesten, dass die dann 8K-Spiele machen. Dass er dafür gehen würde. Da hat er gar nicht erwähnt, was er kostet. Da zahlt es also astronomische Summen für. Da muss man erstmal den Unterschied erkennen. Zwischen 8 und 4K. Und mir wäre persönlich die Bildwiederholungsrate sowieso wichtiger. Das merke ich bei diesem Stellarblade. Das läuft ja super flüssig. Ja, mag hier oder da mögen die Texturen jetzt nicht so super spitze sein, aber es läuft flüssig. Also wenn man die Spielfigur dreht, dann ruckelt das nicht oder sowas. Das ist mir viel wichtiger. Wer weiß, wie viele PCs im PC-Laden da landen. Dame D2. Weil Leute gedacht haben, die könnten ja jetzt hier die hochgestochene PC-Grafik mitmachen auf höchsten Einstellungen. Und dann fangen die an, das Gerät rumzutunen. Und dadurch gehen die dann kaputt. Deswegen habe ich mir gesagt, am PC gleich gar kein Gaming. Ich mache Videobearbeitung am PC. Das mache ich damit. Und während das Video gespeichert wird, mache ich ein bisschen Surfen und sowas. Aber spiele gar nicht. Ich habe irgendwann mal gelesen, da war die Empfehlung, einen PC Windows Offline zu installieren, dass man nicht unbedingt diesen Kram da mitmachen muss. Ziehe B3. Das Problem ist, das ist hier noch. Es ist ja nicht nur in Anführungszeichen die Figur weniger, es sind auch noch Felderschwächen. F4 Springer D3, Dame D3 Läufer F5. Er hat überhaupt keine Kompensation. Und dann dieser Läufer, wenn er nach D4 kommt. Die Schwächen sind doch allgegenwärtig. F4 Springer, hat er Läufer D4 Schach oder sowas? Läufer F5, Dame D2, Läufer G6. Dem Läuferpaar dann noch. Na gut, da ist ja immer noch die Figur mehr. F4. Ich gehe mal davon aus, dass er zurücknimmt. Läufer F5 fesselt den Springer. Ja, überhaupt keine Kompensation. Das werden wir die G4 irgendwie bekommen. Dame D2. Läufer D4 Schach.
2,98. Wenn wir theoretisch damit die 4 käme, würde ich schon hinschmeißen die Partie, würde ich sagen, User entscheidet. Ja, König F1, Dame H5. Okay, schau ich Dame H5 nicht so geil, wie ich dachte. Ah, was hat da? Alle Puppen beiseite, meine Hand braucht Space. B7, B5, das wäre jetzt ein Zug gewesen, den ich nicht unbedingt an erster Stelle hätte. Ich hätte gedacht, Dame H5. Dann droht doch schon Dame H1 matt. Sowas hätte ich mir eher gedacht. B5. Also das ist der Zug, den ich als letztes auf dem Tacho gehabt hätte. Ziehe A5. Warum geht Dame H5 nicht, wenn ich mal fragen darf? F5, E4, es kommen noch so eine Zwischenzüge ohne Ende. Dann kommt Dame H5. Auf Dame H5 Springerschach aus dem Dörfer weg. Mit besten Dank. Tschüssikowski. Warum nicht einfach sofort Dame H5? Läufer E4, Turm E4, Dame H5. Okay. Jetzt kann er auch theoretisch noch die Qualität geben. Gut, dann hätte er den Turm weniger, aber die Stellung ist doch ziemlich offen. Gut, Dame H5, Turm E4, Dame H5, Turm D4 schlägt, Bauer D4, ich glaube, das ist auch hoffnungslos. Da gibt es kein Wundergegenspiel. Turm E4. Turm A, B8, oh, doch nicht Turm, Dame H5. Sie hat hier positionell einer zusammengezwirbelt. Okay. Warum nicht Dame H5? Die umständlichst möglichste Lösung hier, so umständlich wie eben geht. BC4 schlägt. Da muss ich den nächsten Mal auf dem Hauptrechner machen. Die Spark-Modul 60 MHz, dann läuft er auch mit Normalgeschwindigkeit. Das wäre der Vorteil von diesem Phoenix-Modul. Da kann man die ja bis 480 MHz takten. Also siehst du, das Phoenix-Modul, entweder die Software ist so ausgefeilt, oder dass die Hardware muss was drauf haben, aber das glaube ich eher weniger. Ich glaube, die Software ist einfach so gut von dem Phoenix-Modul, dass man das deswegen bis 480 MHz takten kann. Das ist ja bei so einem Polga, da geht ja auch 480 MHz. Das ist aber 5 MHz, 250 wäre schon das Zehnfache. Das ist ja nicht ganz das Hundertfache, so das 80-fache oder so. Versucht das mal auf dem PC. Diese Beschleunigung. Damit D3. Das geht doch so langsam dem Ende entgegen. Droht schon Turmschach. Turm, genau, jetzt muss da schon die Qualität geben. Turm D4, Bauer D4, Turm E6, Dame H5. Ist schönes Holz und die. Ja, gut, vielleicht, wenn man die in der prallen Sonne stehen hat. Kann sein, dass die dann nachdunkeln. Dame D4 schlägt? Ach, Turm E1, E2, dachte schon. Meine Güte, hab ich schon Schreck bekommen hier. Dame H5. Und da schon direkt der Matt hier, wenn er den Turm nimmt. Dame H5, Turm B2. Dame H1 Schach, König E2, Dame G2 schlägt Schach, König D1. Da kriegt er aber trotzdem das Material zurück. Turm D4 schlägt. Der musste entfernt werden. Was ist jetzt mit Dame Schach? König F2. Okay.
Okay. B2, E2, König E2, C5, D4, Turm E6. Das wird noch auf Beschiss spielen, das Ganze. Bauer D4, Turm E6. Dann tut er schon Turm G6 Schach, aber. Ja, auf dem König einfach tut er auch nicht, dass das große Wunder Turm E2 schlägt. Dame E2 schlägt. Der Turm E8. Da kommt Turm E4. Das geht da gar nicht. Er muss ja schon den Turm nehmen. Also wenn jetzt mal die Damen getauscht werden, Dame E6 Schach, Dame F7, dann irgendwie Dame F7, König F7, dann mache ich sofort Use-Anschalt. Also im Sinne der Spielstärke dieser Geräte ist natürlich total pleite dann. Weiß gar nicht, was der Task A40 hier für eine Zahl hat. Ziehe Dame E6 Schach. Dame F7. Da kann er Dame G4 schlägt Schach machen. Das ist ja der ganze Turm mehr. Die sollten so 2300 Elo haben. Eigentlich kann man jetzt auch User anscheinend machen. Es ist der ganze Turm mehr. Also bei Geräten, die 2200 Elo haben, ist das Spiel entscheidend. Und der König steht auch noch so offen. Also Dame G4 schlägt Schach. König H8. Ja, wenn jetzt noch der Turm auf B8 auftaucht mit irgendwelchen Schachturm, haben wir Dame E7 dann noch, dann geht sie König ruckzuck an den Kragen. Dame D1. Okay. Dame G7, König F2. Ach, wir machen mal User-Anschalt hier. Das ist doch hier. Da spielen die nicht schwach genug für, dass sie mit dem ganzen Mehrturm hier die Sache weiterspielen lassen. Also Spieler dieser Spielstärke würden, glaube ich, aufgeben. Obwohl, ein bisschen können wir es schon angucken. Ich glaube nicht, dass hier das Wunderdauerschach kommt. König F2. Turm E8. Was ich vielleicht irgendwann mal mache, ist, ob die auch gewonnene Stellung noch gegen Fritz 19 gewinnen. Also, wir müssen mal rausgucken. Also nicht Fritz 19 mit seinen Spaßfiguren, sondern gegen den normalen Fritz 19. König G8. Ich ziehe mal den Stecker. Er schreibt hier auch minus 3,86. Das ist doch sinnlos hier. Vielleicht, wenn das hier, was weiß ich hier, Superschiffssystem 3 gegen whatever wäre, Allegro oder sowas, dann würde ich, könnte mal weiterspielen lassen. Aber die sind dann doch etwas zu spielstark. Bei 2000, was war ich, 2300 Elo oder was, hier haben wir irgendwo die Liste hier. Die Schnellschachliste, wir gucken einfach nach. Jorilola. So, mal gucken, vielleicht ist ja der Task Gideon doch hier bei. Welchen könnte man nehmen als Referenz? König F3? König F3. Risk 2, 2151. 14 Megahertz und der hat ja quasi 40 hier. Hätte ja sein können, dass jemand ach hier, Tasks Chess Machine. 32 MHz, 2368. Und der Chessgenius exklusiv 2484 Aktivschachpartien. Ja, bei diesen Zahlen hat das einfach keinen Sinn. Da hat einer 2400, einer 2000, auch knapp 2,4. Und dann machen wir mal User-Anschalter. Hier 4,23 plus. So 0 zu 1. Tschüss, bis zum nächsten Mal.